Moin Moin und herzlich willkommen bei Finanzkroko. Heute geht es um vier Qualitätsdividendenaktien, die ich herausgesucht habe, die mindestens 4% Dividendenrendite vorzuweisen haben, teilweise auch bis zu 7%. Zudem schütten die maximal 70% aus und haben auch eine stabile bzw. sogar noch eine gute Qualitätsbilanz. Also vorzuweisen. So, beginnen wir auch direkt mit dem ersten Unternehmen. Ja, die ein oder andere, wenn das jetzt schon kennen, durch die Krise jetzt, wird das Flughafenbetreiber ENA wahrscheinlich den ein oder anderen ein Begriff sein, genau Fraport. Das Unternehmen war vor der Krise, ich sag mal auch mit Fraport, sehr, sehr stabil in den Kennzahlen. Also die Bilanz ist makellos, die ist top. Jetzt haben sie natürlich zu leiden, wie auch viele andere Unternehmen oder zumindest auch sehr, sehr stark wie der Luftfahrtsektor oder halt Ölsektor derzeit. Aber ENA ist ähnlich wie Fraport sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben hier natürlich ein gewisses Risiko, aber ich finde hier das Risiko-Chancen-Verhältnis doch überwiegend fürs Chancen da und deswegen wollte ich das Unternehmen einfach mal auch nochmal zeigen, dass es auch in Spanien, sagen wir mal, sehr gute Unternehmen gibt. Ja, also wie gesagt, ENA ist der größte Flughafenbetreiber weltweit, wenn man nach Passagieren das Ganze anschaut. Die haben 50 Flughäfen und zwei Hubschrauberlandeplätzen in Spanien und zudem haben sie auch noch 15 Beteiligungen in Europa und USA, also an Flughäfen, 15 Stück sind sie noch beteiligt. Schauen wir uns mal das Unternehmen, mal die Kennzahlen jetzt etwas genauer an. Wir sehen hier die letzten Jahre Umsatzwachstum natürlich gestiegen. Das Jahr 2020 wird vermutlich oder garantiert ein Verlustjahr für so ein Unternehmen wie ENA oder Fraport. Und das kann man abhaken, aber 2021 sehe ich da wieder grüne Zahlen. So, also Umsatzwachstum liegt jährlich bei etwa 7-8%. Dann haben wir ein Gewinnwachstum der letzten Jahre, durchschnittlich 24% jährlich. Also das ist eine Cashmaschine quasi gewesen. Dann haben wir eine Eigenkapitalrendite von 22% und eine Nettogewinnmarge von 30%. Das ist schon mal sehr, sehr hoch und perfekt. Dann haben wir, was nicht so toll ist, natürlich die Finanzverschuldung. Die ist hier mit 44% natürlich sehr, sehr hoch. Und das kann noch weiter steigen, wenn sie weiterhin Hilfe brauchen. Weil das Unternehmen ist, muss man dazu sagen, ist ein Staatsunternehmen in Spanien. Und das wird, denke ich mal, nicht pleite gehen, weil da ist der Staat dahinter und die brauchen das Unternehmen. Das ist ein sehr wichtiger Knoten in Spanien und deswegen werden sie alles dafür tun, dass das Unternehmen nicht pleite gehen wird. Aber dennoch ist die Finanzverschuldung mit knapp 50% doch schon sehr, sehr hoch. Dennoch ist die Bilanzqualität sehr gut mit 8 von 9 Punkten von Piotrowski F-Score. Das können wir hier sehen. Hier. Wie gesagt, also bis der Krise war das Unternehmen natürlich sehr, sehr gut geführt. Dann haben wir natürlich hier ein Problem, wie eben schon gesagt, die Finanzverschuldung ist sehr hoch mit fast 50%. Das können wir hier bei den Altmann C-Score auch sehen. Insolvenzverfahren, ist nicht safe. Man sieht hier doch schon ein hohes Risiko und da sieht man halt das Unternehmen, also wenn man hier investieren will, es besteht ein gewisses Risiko, aber auch man hat hier Chancen, in das Unternehmen jetzt günstig zu bekommen. Die Dividendenrendite liegt derzeit 2020, soll etwa bei 4 Euro, glaube ich, liegen und die Dividendenrendite auch bei etwa 4%, also etwas weniger als 2019. Ich glaube, 2019 gab es eine Dividende von 7, 8 Euro und die Dividendenrendite auf den Kurs bezogen war dann etwa 6-7%. Aber das ist ja vernünftig, dass die Dividende natürlich hier weniger ausbezahlt wird. Ich wäre vielleicht sogar dafür, dass sie vielleicht sogar 2020 komplett streichen und 2021 dann wieder eine Dividende zahlen. Aber das wird dann das Management dann schon entscheiden. Man sieht hier die Umsätze von links unten nach rechts oben, die bis 2019, jetzt 2020, wie gesagt, wird das wahrscheinlich ein
kleiner Minus sein. Aber ich denke mal, 22 soll es dann wieder weitergehen. Also man sieht, das Unternehmen ist wirklich vor der Krise sehr, sehr gut geführt worden. Das Unternehmen ist stabil, haben ihre Flughäfen in Spanien sehr gut geführt und machen richtig Geld. Also eine Nettomarge von 30%. Da sieht man halt, dass es wirklich Cash zusammenkommt. Und deswegen ist das Unternehmen einfach sehr, sehr interessant. Ich habe Fraport in meinem Trading Depot, werde ich wahrscheinlich für die nächsten 2-3 Jahre halten und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich habe da vor einigen Wochen schon investiert in Fraport. Ich habe mir damals überlegt, ENA oder Fraport, habe mich dann halt für das deutsche Unternehmen Fraport entschieden, könnte aber ENA auch nehmen. ENA ist da doch ein bisschen besser, also von den Kennzahlen, Qualität ist bei ENA doch etwas besser, ist aber halt in Spanien, muss man sich dann halt nochmal genauer überlegen. Aber das Unternehmen ist, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Falls du da also Chancenrisiko auch in Chancen eher siehst, dann kannst du es dir gerne mal etwas genauer anschauen. Ja, kommen wir zum zweiten Unternehmen. Das ist Anglo-American aus Großbritannien. Es ist der größte Mineralerdförderer. Und zwar fördern die auch Eisenerz, Kohle, Kupfer, Nickel. Zudem sind sie der führende Förderer von Diamanten und der größte Platinförderer auf der Welt. Ihre Minen haben sie in Asien, Afrika, Australien, Nord- und Südamerika, aber auch in Europa. Also hier bekommt man ähnlich wie bei Rio Tinto oder Norilsk Nickel aus Russland oder wie gesagt Rio Tinto aus Großbritannien ein Unternehmen, was eine sehr, sehr gute Qualität vorzuweisen hat und eine, ich sag mal, eine etwas höhere Dividendenrendite besitzt. Und zwar liegen die auch zwischen 2020 jetzt bei 4-5%. Kann man sich auf jeden Fall mal etwas genauer anschauen, wenn man einen Förderer noch nicht im Depot hat. Hier schauen wir uns mal die Daten an. Gewinnwachstum der letzten 5 Jahre 27% jährlich, aber hier muss man dazu sagen, das Unternehmen, schauen wir uns jetzt mal die Umsätze an. Wir sehen immer ein Auf und Ab. Das ist wie gesagt ganz normal bei diesen Förderern, auch bei Rio Tinto oder so oder bei Norilsk Nickel. Man hat mal mehr Umsatz, mal weniger. Es kommt mal darauf an, was und wie viel man fördert und zu welchem Preis man zum Beispiel die Diamanten oder die Kohle oder Nickel gerade verkaufen kann. Und deswegen sieht man hier immer wieder so ein, ja, wie so ein Igel-Form. Also man sieht mal mehr Umsätze, mal weniger Umsätze. Es gibt also kein richtig steigendes, kontinuierliches Steigen der Umsätze. Das ist bei diesen Unternehmen ganz, ganz normal. Deswegen schauen wir uns auch hier mal die Finanzverschuldung an. Die ist in Ordnung mit 19%. Dann haben wir Nettogewinnmarge für einen Förderer, ist das schon okay mit 12%. Dann haben wir eine Eigenkapitalrendite von 15%, ist auch in Ordnung. Dann können wir uns mal den Piotrowski F-Score anschauen, wo der sich bewegt. Der liegt bei 6/9, also hier ist auch die Bilanzqualität in Ordnung, also eigentlich, ich sag mal, gut. Das Risiko zur Insolvenz ist auch hier, wie auch schon beim vorigen Unternehmen, bei ENA, also Flughafenbetreiber, auch nicht rosig. Ist auch hier nur bei, ja, eher Risiko, in Risikoverhältnis, also bei etwas rötlichen, also 2,5 Altmann C-Score. Aber das Unternehmen, wie gesagt, ist derzeit, finde ich, interessant, wenn man, wie gesagt, einen Förderer noch nicht hat. Der Preis liegt derzeit bei etwa 18 Euro, ist wieder von Mitte März, ich sag mal, ordentlich angestiegen, fast um 50-40%. Hätte man auch hier im März, Mitte März schon sich etwas genauer anschauen können. Aber ich denke mal, wir sind noch nicht am Ende. Es könnte auch noch weiterhin nach oben gehen, weil das Unternehmen ist sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn man sieht auch hier die Qualität, 13 von 15 Punkten von TraderFox, da ist schon auf jeden Fall Qualität dahinter. Wie gesagt, also ich beobachte das Unternehmen noch. Vielleicht wird das Unternehmen auch für mein Depot interessant, weil ich habe noch keinen richtigen, ich sag mal, neben Norilsk Nickel, den ich ja nur ganz, ganz lang gewichtet habe, noch keinen richtigen Förderer im Depot. Also für Diamanten und
Platin ist das doch schon sehr, sehr interessant. Kann man sich auf jeden Fall mal etwas genauer überlegen und anschauen, das Unternehmen. So, dann kommen wir jetzt zum dritten Unternehmen. Das kommt auch aus Großbritannien, aus der Baubranche. Das Unternehmen habe ich bei mir auch in meinem Depot. Das ist Taylor Wimpey. Und zwar schauen wir uns auch hier mal die Daten. Also die bauen Häuser, Wohnungen in Großbritannien. Also ein Bauunternehmer. Ich glaube der zweit oder drittgrößte in Großbritannien. Und den habe ich auch schon seit, glaube ich, seit 2 Jahren bei mir im Depot. Kann da also nichts Negatives sagen. Die haben also auch eine recht hohe Dividendenrendite. Also die schütten sehr ordentlich aus. Und ich denke mal, die Baubranche wird auch weiterhin wieder steigen. Also die Leute bauen weiterhin Häuser und Wohnungen. Und das wird in Großbritannien wahrscheinlich auch nicht weniger. Zudem werden die vom Staat auch gefördert. So, schauen wir uns jetzt mal die Daten an. Also Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre hier 10% jährlich. Dann haben wir ein Gewinnwachstum 12%. Auch das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir Netto-Gewinnmarge, liegt bei 15%. Auch das ist gut. Was nicht so gut ist, hier ist die Kursstabilität und die Volatilität. Man kann sagen, der Kurs ist die letzten Monate oder Wochen natürlich auch gefallen. Da sehen wir hier vorne im Chart, ich sag mal ein Jahr hier. Und da sehen wir natürlich auch, wie alle anderen Unternehmen auch, dass sie hier natürlich leiden mussten im Kurs von fast 3 Euro runter auf 1 Euro. Ne, oder das müssten sogar britische Pfund, glaube ich, sein. Also schon fast, also nur noch ein Drittel wert innerhalb von einem Monat. Mittlerweile aber schon wieder fast bei 1,80 oder so, fast bei 2 Euro müssten die jetzt wieder liegen. So, genau, der Kurs ist jetzt knapp bei 1,77. Also man sieht, hier ist auch eine Schwankung drin, aber natürlich durch die Corona-Krise. Dann haben wir die Finanzverschuldung ist hier sehr, sehr gut, nur 2%. Also hier ist das Unternehmen im Vergleich eins der besten im Vergleich aufgestellt. Also 2% Finanzverschuldung, man sieht also fast volle Punktzahl. Die Gewinne sind auch in den letzten Jahren wieder am Steigen. Seit 2010 ist es wieder am Steigen, auch die Gewinne und die Umsätze. Wie gesagt, zudem werden sie auch noch vom Staat in Großbritannien gefördert. Was wir noch anschauen können, ist auch hier der Petrewski F-Score. So, da haben wir hier auch 6 von 9 Punkten, also auch hier solide aufgestellt. Die Bilanzqualität ist gut und auch hier oder zumindest bei diesem Unternehmen, nicht bei anderen zwei Unternehmen, ist das Unternehmen hier eigentlich safe. Also laut den Altmann CSGO, also unwahrscheinlich, dass das Unternehmen pleite gehen wird. Ich habe das Unternehmen nochmal nachgekauft, jetzt im März, ich weiß gar nicht, für, glaube 1,20 Euro. Habe es aber vorher natürlich auch schon mal für 2,50 € und 2,60 € mal gekauft. Also ich bin da jetzt so gerade mal plus minus null, vielleicht einen leichten Plus habe ich das mit meinem Unternehmen. Ich bin von diesem Unternehmen überzeugt, das ist ein guter Dividendenzahler. Und die Baubranche, die wird auch in den nächsten Jahren nicht abreißen. Die wird weiterhin funktionieren. Also wir werden weiterhin Wohnräume benötigen und deswegen wird das Unternehmen, ist in Großbritannien der zweitgrößte, weiterhin seine Wohnungen und Häuser bauen. So, das war das dritte Unternehmen. Kommen wir jetzt zum letzten Unternehmen. Ja, das Unternehmen Medifast. Es befasst sich mit Gewichtsreduzierung. Also die haben Produkte für den Verbrauch. Also ist also ein zyklisches Unternehmen, die halt Produkte für Gewichtsreduzierung haben. Und die sind aber in den letzten Jahren auch immer sehr, sehr stark im Trend gewesen. Man hat also Diäten und man sieht auch hier, Umsätze sind in den letzten Jahren 2018, 2019 quasi explodiert, haben sich fast verdoppelt gegenüber 2016, 2017. Die Leute wollen gesünder sich ernähren, die Leute wollen abnehmen und da ist halt dieses Unternehmen natürlich quasi ein Profiteur gewesen und die Qualität des Unternehmens ist auch nicht verkehrt. Also man hat hier auch eine gute Qualität, man hat eine ordentliche Dividende, die liegt 2019 bei etwa 4 bis 4, zwischen 4 und 5%. Also kann man hier auch Cash generieren. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre hat man ja eben gesehen, 20%, besonders der letzten 2 Jahre haben sich etwa um 40% angestiegen gegenüber 2016, 2017. Also hier ist nochmal Wachstum. Und jetzt muss man natürlich für sich entscheiden, wird dieser Trend der Gesundheit
Gesundheit und man möchte also weniger wiegen, also Diätprodukte zu sich nehmen, wird das weiterhin gehen? Falls ja, dann ist das Unternehmen natürlich für einen sehr, sehr interessant, weil hier bekommt man auch ordentliche Dividende. Also man sieht, Gewinnwachstum auf der letzten 5 Jahre 40% jährlich, das ist schon erstklassig. Nettogewinnmarge ist nicht so schön, 10% nur, aber es ist in Ordnung. Man hat eine Eigenkapitalrendite von 50%, das ist sehr gut. Und eine Finanzverschuldung auch hier, so wie beim letzten Unternehmen, Taylor, sehr, sehr niedrig. Hier gerade mal auch 7%. Also man sieht, diese letzten beiden Unternehmen, die kommen durch die Krise wahrscheinlich ganz normal durch. Da wird sich nichts verändern. Die haben genug Cash und das wird sich dann halt in den nächsten Monaten wieder weiterhin funktionieren und weiterlaufen. Also wie gesagt, man hat hier gesehen, Umsatzsteigerung enorm. Dann können wir uns auch hier mal den Petrovsky F-Score anschauen, wo der sich bewegt. 7 von 9 Punkten, auch das ist also gut. Also die Bilanzqualität des Unternehmens ist sehr gut aufgestellt. Dann haben wir hier, man sieht, ganz, ganz weit safe. Also das Unternehmen wirtschaftet sehr, sehr gut und da ist genug Cash vorhanden. Das Unternehmen ist so gut wie unwahrscheinlich, dass es mal Insolvenz geht in der nächsten Zeit. Ja, dann können wir uns hier vielleicht mal die Ausschüttungsquote auch noch anschauen. Die beträgt 2020 etwa 50%, also hier noch Luft nach oben. Und die Dividende liegt bei etwa, ja, wer lag sie dann bei 3 bis 3,5 Euro. So, dann können wir uns jetzt das Ganze abschließen. Wir haben jetzt 4 interessante Unternehmen, die solide aufgestellt sind. Bei den ein oder anderen gab es natürlich auch ein Risiko dahinter, wie bei der ENA, dem Flughafenbetreiber. Da sehe ich aber doch relativ gute Chancen, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren wieder profitabel sein wird. Dann Anglo America, und zwar ist es ein Minenbetreiber, auch sehr, sehr gut aufgestellt, ist zyklisch natürlich und da springt der Umsatz natürlich immer wieder, aber ein guter Wert für einen, der noch vielleicht noch keine Förderer im Depot hat. Dann haben wir Medifast, wie habe ich eben erklärt, Gesundheitsprofiteur für Diäten, und als letztes noch Taylor Wimpe von der Baubranche. So, dann haben wir also 4 interessante Unternehmen, die eine sehr, sehr gute Qualität vorzuweisen haben. Alle haben eine Qualität zwischen 12 und 13 von TraderFox erhalten. Und ja, das könnt ihr vielleicht mal etwas genauer anschauen, falls ihr auf Dividenden aus seid. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.